Aber jetzt habe ich mal gedacht. Gekillt hier. Was geht hier denn ab? Vor allem mein Minecraft leckt gerade total. Scheiße. Okay, das hier ist mir auch noch nicht vorgekommen. Jetzt habe ich sie alle gekillt. Jetzt habe ich einen Haufen von diesen Slime Balls. 15 Stück. Am besten ist, wenn du Slime Balls hast, dann oder wenn du die findest, dann am besten mit dem Holzschwert töten, weil dann droppen die ja meistens Slimes. Meine Frage, hat jemand meine Items eingenommen hier? Nein. Nein, ich weiß gar nicht, wo du gestorben bist. Also kommt drauf an, wo du gestorben bist. Hier vorne am Spawn. Hier war ich nicht. Ja, okay, ich bekomme meine Sachen, die waren auf einmal hier weg. Gibt es hier Probleme mit dem Server oder warum fliegt die hier immer regelmäßig alle raus? Ich muss eben neu reinkommen, weil mein ganzes Minecraft gerade irgendwie nicht so will wie ich. Also ich bin eben rausgegangen, weil ich gestorben bin und Respawn gedrückt habe, aber ich bin nur durch die Welt durchgefallen. Ah, ja, okay. Ich dachte nur, vielleicht liegt es am Server. Nee, eigentlich nicht. Breitet sich hier das Wasser, das Wasser auf dem Eis, das Eis auf dem Wasser eigentlich aus mit der Zeit? Das ist nämlich irgendwie viel größer als am Anfang. Oder meinst du? Wenn es näher kommt, müssen wir es halt wieder zurückdringen. Ja. Oh, ist ja, krass. Ich glaube, das ist so mittlerweile bei Minecraft, dass das Schneebiom zieht weiter durch die anderen Biome, glaube ich. Ja, stimmt. Das ist ziemlich cool. Das heißt, irgendwann ist hier auch meine Villa verschneit. Ja, genau. Das wäre ja wirklich cool. Ja, das ist ja schon fast jetzt am Festland, sozusagen. Das ist wirklich cool. Oh, da hinten ist so ein, wie heißen die Dinger? Rhinoceros, diese Ocelot. Katzen. Ocelot. Ja, genau, Ocelot. Jetzt geht ihr eins. Aber ja, ich versuch's, ich habe drei Fische. Weißt du, wie man die fängt? Nee. Du musst dich denen ganz langsam nähern, dann gibt's noch eine Taste, ich glaube, Moment, ich versuche die gerade rauszufinden. Nee. Also jedenfalls gibt es irgendeine Taste, damit du die Maus nur gar nicht langsam bewegen kannst. Ah, ich hab's, Herzen. Ist nicht dein Ernst? Doch, beim ersten Klick. Bei mir hat das, nicht schlecht, bei mir hat das letzte Mal irgendwie 150 Milliarden Jahre gedauert. Ja, jetzt läuft es zwar irgendwie immer noch weg, aber es hat Herzen. Dann ist es vielleicht noch nicht ganz gezähmt. Okay. Sag mal, ist es eigentlich schon aufgefallen, dass es Fledermäuse gibt? Ja. Ich habe sogar auch schon welche gesehen. Ja. Es gibt ja auch jetzt Hexen. Man kann jetzt irgendwie Hexen auch finden oder so. Okay, so ganz habe ich das jetzt nicht verstanden. Ich habe jetzt die drei Fische verfüttert und so ganz scheu ist es nicht, aber es läuft irgendwie immer noch ein bisschen weg. Dann hat es wahrscheinlich nicht ganz gereicht. Das muss ich noch an dich gewöhnen, das kommt schon. Ich laufe einfach mal hinterher. Also jetzt komme ich ganz gut hinterher auf jeden Fall, aber jetzt sind die Herzen weg. Komisch. Schade. Naja, vielleicht kommt sie ja irgendwann wieder. Wenn sie sich dazu entschließt, bei dir zu wohnen. Ja, nachher liegt sie im Bett oder so. Ja. Oder ihr Kopf. So, hat denn noch irgendjemand eine Frage an uns vielleicht? Oder ein Thema, über das er reden will? Nö. Also ich keine Themen. Bin die ganze Zeit schon am überlegen. Ich wollte eigentlich mal Erik fragen, was er jetzt studiert. Politik, oder? Nein, Materialwissenschaften und Werkstofftechnik. Also ein Ingenieursstudiengang. Und zwar... Okay. In dem Bundesland, in dem einzigen Bundesland, das nur eine richtige Universität hat. Ja gut, das Bundesland kennt er wahrscheinlich. Davon gehe ich aus. Würde mich wundern, wenn er es nicht kennen würde. Ja. Das wäre schlimm. Aber wer es nicht weiß, der kann das immer googeln. Hier ist eine riesen Erdspalte. Okay, wo denn? Hier an der Wüste, an Eriks Haus. Ja, wenn du am Dschungel am Rand entlang gehst, da steht noch so ein einsamer Kaktus, warte. Ich mache jetzt so einen Sandturm. Da ist eine riesen Spalte.
Da könnte ich doch mal reingehen jetzt. Dann hätte ich mal was zu tun. So. Ja, da könnten wir wirklich alle fünf reingehen, oder? Was bitte? Vorausgesetzt jeder. Da können wir ja wirklich alle fünf reingehen, wenn jeder vorbereitet ist. Können wir machen, also. Was braucht man eigentlich noch für ein Enchantment Table außer Obsidian? Gute Frage. Bücher. Bücher. Ja, auf jeden Fall. Bücher, aber für sonst noch was. Ah, ich bin am Spaß. Bücher. Nee. Bücherregale waren es genau, Bücherregale. Wow, ja, oder? Das ist wirklich so ein Riesenspalt. Nein. Nein, genau, es waren Bücher, dann normales Holz und Obsidian, glaube ich, und Diamant. Ah, okay, gut. Dann dauert das noch ein bisschen, bis ich mir so ein Ding bauen kann. Ja, was denkt ihr? Sollen wir mal hier runter? Ja, ich bringe nur kurz noch meine Slimeballs ins Haus, nicht, dass ich die noch verliere. Okay, machen wir dann wieder solidar teilen oder wie sollen wir es machen? Ja, ich würde sagen, stellen wir am Schluss einfach eine Truhe auf, da schmeißt jeder das rein, was er gefunden hat und dann teilen wir alles durch fünf oder je nachdem, wie viele dabei sind. Genau. Es geht, ich denke mal, da wir hier die Gäste ja eh nicht lange mit das spielen, wäre es besser, übrigens, wenn... zum Thema, ja, zum Thema Schlucht. Jetzt muss ich schnell da runter meine Sachen holen. Also ich habe nur ein Steinschwert, ich habe weder Fackeln noch was zu essen oder so, dann müsst ihr mich gleich ein bisschen vielleicht versorgen, aber... Ja, das ist kein Problem. Vielleicht ein bisschen füttern, ne? Was hast du gesagt, Mann? Man soll deine Sachen retten. Ne, ich muss meine Sachen jetzt schnell retten gehen. Ich bin ja schon wieder auf dem Weg. So, ich nehme mal genug Kekse mit für die Fahrt. Die liegen nämlich jetzt überall in der blöden Erdspalte verteilt. Am besten nimmt jemand von euch einen Wassereimer mit und schüttet ihn dann hier oben aus, damit wir können ganz langsam herunterschwimmen oder steigen. Würde ich eigentlich auch vorschlagen, bin ich aber gerade spontan dagegen, da mein ganzes Zeug noch da liegt und dann weggeschwemmt wird. Wo seid ihr denn? Ich bin hier auf dem Weg zur Schlucht. Ja, also die Schlucht ist eigentlich, am besten geht ihr zu Eriks Haus und guckt dann rüber zur Wüste. Von da aus sieht man dann so einen kleinen Sandturm. Okay. Und da ist die Schlucht. Oh, jetzt habe ich jedes Mal Angst, dass ich gleich hier runter knalle. Dann muss ich mich versuchen, sofort zu retten. Ich könnte mir mal noch ein zweites Schwert machen. Das wäre eigentlich ganz schlau. Jawohl, das hier sieht schon gut aus von der Höhe. Das könnte ich überleben. Komm auf. Okay, wie weit komme ich hier noch runter? Sehr gut, das hier sieht super aus, das werde ich überleben. Ah, ich habe es überlebt. Und damit ist auch fast mein ganzes Zeug wieder da, außer das, was der Sakko jetzt gerade unten aufgenommen hat. Ey Leute, könnt ihr vielleicht unten bei dem Wasser ein Loch graben, damit wir reinspringen können? Da ist schon Wasser. Sakko, hast du jetzt gerade zufällig noch den Rest von meinem Zeug aufgenommen? Also ich sehe da nur einen Keks, jetzt habe ich drei Kekse, sonst habe ich nichts. Unter anderem auch. Kann man da ins Wasser springen, ohne zu sterben? Nein. Ja. Ja, also sie müssten ein Loch graben, dann könnten wir da reinspringen. Dann werf mir mal gerade meinen Keks zu, bitte. Dankeschön. Da ist eine Schere. Ah ja, genau, die ist auch noch hier. So, es wird übrigens gleich Nacht, aber ist ja eigentlich eh egal, wenn wir in den Spalt gehen. Ja. Ich bin auch gleich da. Das ist schön. Ich fange schon mal an, Kohle für uns alle abzubauen. So, ich habe auch mal den Wassereimer mitgebracht, falls der noch benötigt wird. Ist auch immer ganz gut, um Lava zu löschen. Wir fallen überall zum... Oh. Da ist U.F. gerade gestorben. Ja. Ich habe seinen Tod beobachten müssen. So, ich bin jetzt am Eingang der Schlucht. Wie seid ihr jetzt da runtergekommen? So seid ihr einfach gesprungen, oder was? Nee, das ist viel zu... Nee, das funktioniert nicht. Da bin ich gestorben. Okay, dann setze ich jetzt hier mal so einen Wassereimer hin. Also ich bin auch hier unten. Ich habe im Wasser hier runtergekommen. Ich bin bei euch. Ich komme gerade von oben. Cool.
Also wie gesagt, wer es nicht ganz mitbekommen hat, Achtung, Creeper. Wir werden die Sachen, die wir finden, einfach später in Dingens reinmachen, hier in eine Kiste und dann durch 5 teilen. So, hallo. Ich bin hat auch unten. Jemand zufälligerweise Essen? Ich habe noch ein paar Kekse. Uah. Ich habe mir gerade erstmal lecker Zombiefleisch reingehauen. Wow. Ja, ist gut, ich hab ihn eskalieren lassen. Wo seid ihr denn? Hier, über dir. Wo gehen wir denn mal hin? Hier ist ja alles voll nach mit Wasser. Nach links, Richtung Skelett, würde ich sagen. Liegen hier meine Sachen noch irgendwo? Die hab ich. Bekommst du. Okay. Ich weiß nämlich nicht, wo ich runtergefallen bin. Oh, nein, Erik, du hast den Bogen geklaut. Was für ein Bogen? Der Skelett hat einen Bogen. Der Skelett kannst du ihn haben, ich hab einen. Mann, jetzt hat was Ex-Kulin. Ah, ja, der ist sowieso fast kaputt, der Bogen. U-Punkt. Aber ich gebe ihn dir mal. Aber bleib mal stehen, ich hab deine Sachen. Dankeschön. Okay, der Bogen ist wirklich fast kaputt. Das ist schlecht. Was hattest du noch? Schauen wir mal hier noch hin. Ich glaube nicht mehr viel Wichtiges. Okay, hier ist die Schlucht vorbei. Ich hab ein Schwert. Das reicht. Aus welchem Bundesland kommt ihr denn? Also die anderen beiden Gäste? Ich komme aus Niedersachsen. Niedersachsen? Ganz oben an der Nordseeküste wohne ich. Deutschland, okay. Cool. Ich habe auch Freunde aus Niedersachsen. Du hast doch gar keine Freunde, lüg nicht hier rum. Mann, musst du das immer erwähnen? Ja, muss ich. Wer beim TV Schwulen spielt, hat keine... Nein, Quatsch. Also, hier, ich kenne Tim noch aus dem sportlichen Bereich. Man soll es kaum glauben, aber manche Gamer machen ja wirklich nur Sport. Genau. Und Vorsicht, hier, die Lava wird gleich eskalieren, wenn wir nicht die schnell zubauen. Damals war es... Hier ist mir zu gefährlich. Da ist eine Fledermaus. Damals war es hier so, ich kannte Erik nur von Julian, also mein Bruder, denn die waren immer in derselben Klasse gewesen, seit der 5. glaube ich, oder? Richtig. Und irgendwann hat mein Bruder angefangen Volleyball zu spielen, beim Erik in der Mannschaft, weil, ja, sie waren halt eine große Freundesgemeinschaft, hier mit Maurice noch. Und irgendwann bin ich auch mal mit auf ein Spiel gefahren und habe dann kräftig angefeuert hier und so hat sich eine Freundschaft entwickelt von mir und vom Erik und jetzt spielen wir als Konkurrenten immer gegeneinander. Genau. Da ich in einem anderen Verein spiele. Und der Tim hat sich volleyballtechnisch so stark weiterentwickelt, dass ich ihm nicht mehr das Wasser reichen kann. Danke. Na gut, du hast dich aber auch gut gemacht, kriegst das du damals. Ja, komm, reicht jetzt. Hier gegenseitiges Lob, das stinkt, ne? So, ich bin hier mal ein bisschen Kohle am Kloppen, aber sonst habe ich hier noch nichts wirklich Gutes gefunden. Ein bisschen Eisen gerade eben. Wow, 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 jetzt bin ich gerade erschrocken, als du zurückgegangen bist. Weil ich bin direkt hinter dir. Hier geht's doch sicherlich noch in so ein Dungeon oder so. Ist doch meistens ja, in der Nähe. Dungeon? Nein, das schwer zu sagen. Wenn dann hier oben geht's, glaube ich, rechts rein, ne? Ich laufe mal dem Sakko hinterher. Ja, der hat bestimmt Ahnung. Ja, hier ist doch so eine Höhle oder sowas. Da ist nichts, habe ich schon geschaut. Okay. Zwei Fledermäuse und das war's. Dann nehme ich mal hier die Kohle mit. Schade. Sakko, aus welchem Bundesland kommst du? Niederösterreich. Ja, das also ist ja gar kein Bundesland mehr. Das hat mich fast gedacht. Warst du derjenige, der das, der den Kommentar geschrieben hat? Unter nee, dem der Video? War ja, der war doch Schweizer, oder? Ah, stimmt, ja, das war Schweizer. Ja, okay, dann warst du es nicht. Also die Fledermäuse gehen ganz schön auf die Performance, mag ich sagen. Wo sind denn die Fledermäuse? Da fliegt eine. Um die was? Ah ja. Nee, die sind ganz nett. Also die machen okay. Jetzt gar nichts. Bringen die was, wenn man die killt? Nein. Doch wahrscheinlich EP, oder? Nee, ich glaube nicht mal. Oder wenn dann so viel wie Kohle abbauen. Und außerdem sind die ziemlich schwer zu kriegen. Ah, ich hab sie aber gerade. Ach, die sind ja süß. Ja, ein Schlag reicht da schon. Aber die... Haben die eine Quo-Maske auf? Aber die haben hier nichts gedroppt. Ne, ich finde die auch ganz, also eigentlich ganz niedlich, aber bei mir gehen die ziemlich auf die Performance, muss ich sagen. Ja, irgendwie leckt's bei mir hier so ein bisschen in der Schlucht. Ja. Die ganze Zeit.
Aber es geht noch, es hält sich in Grenzen. Ja, liegt bei aber mir an der leckt es neuen. irgendwie die ganze Zeit. Ja, Darum konnte ich auch nicht aufnehmen. liegt seit der 1.4 an der neuen Struktur vom Spiel irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Also,